Meine Freunde, Andi hier. Hi. Was jetzt gerade abgeht, ist wirklich Wahnsinn. Ich war von dem Snippet von Contra K komplett gehypt. Hab mir Summertime reingezogen. Das verlinke ich dir hier oben irgendwo in der Infobox. Kannst du dir gerne mal reinziehen. Und das fand ich wirklich geil. Und Monster danach ist mein, glaube ich, mein Favorite komplett von dem Album. Jetzt habe ich gerade auf dem Channel von Contra K gesehen, dass ein Lied aus dem neuen Album auch schon wieder released wurde. Und zwar Sonne. Oder beziehungsweise Die Sonne. Entschuldigung, da ist mein kleines Metal, Hirn mit Rammstein und so Sonne, Die Sonne, featuring Santos am Start, und das wollen wir uns mal gemeinsam angucken. Santos, ich habe keinen Plan, wer das ist, aber ich bin wirklich intrigued, weil ich habe Contra K für mich persönlich entdeckt und dachte mir, what, wie gut ist das denn? Und ich möchte mit euch da draußen jetzt mal hier mir diesen Song anhören und ich würde sagen, viel Spaß. Oh. Wer ist das? Contra K oder Okay, schon. Klein Andi hat auch schon verstanden, wenn er keine Tattoos sieht, ist es wahrscheinlich nicht Contra K. Niemand, meine Schmerzen schreiben Lieder. Oh. Auch wenn die Schatten für dich sind wie Brüder. Ich muss dazu als Disclaimer sagen, ich habe bei mir auf dem Channel auch weiche Kissen mit Cloese oder Clueso oder wie auch immer mir schon mal angehört, und das fand ich ein bisschen zu poppig, zu mainstreamig für meinen persönlichen Geschmack so. War natürlich nicht schlecht, und ich glaube, ich war hooked, als die erste Melodie bzw. als Contra K zum ersten Mal da in den Track reinkam, habe ich gedacht, was ist denn das? Das hört sich komplett anders an. Und da wollte ich mehr hören. Und dann, ne, kam das Snippet, dann kam Summertime und es kam dieser Song. Also das ist wirklich legit so die ersten paar Töne, so die ich von dem Künstler höre, weil alles andere kenne ich noch gar nicht. Deswegen bin ich jetzt gespannt. Aber das hört sich schon mal ein bisschen anders an als jetzt dieser weiche Kissen-Song. Ein bisschen trauriger von der Stimmung her, ein bisschen vielleicht auch ernster. Aber mal gucken. Glaub mir, die Sonne kommt bald wieder. Kann er auch meine täuschen. Hoffnung glaubt mir niemand. Meine Cheers. Schmerzen schreiben Lieder. Auch wenn die Schatten für dich sind wie Brüder. Glaub mir, die Sonne kommt bald wieder. Ah, okay. Oh. Was kommt? Ist es jetzt. Okay, let's go. Egal. Glaub mir, die Sonne kommt bald wieder. Ey. Lass mich einmal wieder lachen, als ob ich noch ein Kind bin. Die Augen werden nutzlos, wenn der Geist schon lange blind ist. Vergesse, was ich suche, doch hoffe, was zu finden. Bitte schenk mir irgendwas, was für das ich noch bestimmt bin. Ich kann schon lange nicht mehr fühlen, wenn man verlernt wie... Fuck, ist das wieder so ein Gänsehaut-Track. Ey, klein Andi, das Ding ist, also auch hier ungeachtet dessen, dass hier so grafisch, ne, so ein bisschen visuell ein kleines Augenschmankerl für uns wahrscheinlich gibt da draußen. So krass wie er, also ich weiß nicht, wie euch es geht, aber ich habe bisher von Contra K Songs gehört, die von einem Rap in einen Gesang irgendwie überschwingen, beziehungsweise solche melodischen Parts wie eben gerade beinhalten, das einen total irgendwie abholt und reinzieht, so, weißt du? Also ich finde, hier werden nicht nur dieses klassische, er rappt halt, wie auch immer, mit einem Gesang verbunden, mit einem Gedanken oder so einem Grundkonstrukt, so ein Gedanken von einem Song. Also ich könnte mir vorstellen, er setzt sich hin, hat jetzt, okay, keine Ahnung, ich schreibe jetzt einen Song, so, brrr, kommt Parts zusammen. Ich weiß nicht, ob erst die Texte entstehen oder erst die Musik, die Melodie. Könnt ihr mir da draußen gerne mal einen Comment schreiben, wenn du das weißt. Könnte mir aber vorstellen, dass so ein Grundkonstrukt, so ein Konzept irgendwie für einen Song entstanden ist. Und er denkt, okay, wie rappe ich so Texte, um die Melodie rum oder andersrum, also wie kann ich dieses Konzept von einem Song, so die Inhalt, die Inhaltsebene auf eine musikalische, lyrische und dann noch irgendwie Gefühls-, Emotionsebene transportieren, damit der Hörer, also ich, jetzt so abgeholt werde. Und das finde ich, diese drei Parts catchen mich immer. Dass ich noch bestimmt bin, ich kann schon lange nicht mehr fühlen. Hier. Wenn man verlernt, wie man weint, dann schreit man in sich rein. Auch wenn es weh tut, bleib ich hier. Weil die Hoffnung in mir weiß, ich kann noch mehr sein. Ich werd das Weinen wieder lernen, das Lachen wieder lernen. Auch wenn ich mich verletze, verzeih ich wieder mehr. Ich will die Maske nicht mehr tragen, die mein Innerstes versteckt. Und werd das Leben wieder lernen, mein Freund, wenn es mich noch lernt. Okay, ich muss zurück, sorry. Weil die Hoffnung in mir... Warum muss ich zurück? Weil ich gerade eben in der Musik und jetzt hier dieser Part, den man so schön hat, ne, finde ich, das hat eher von dem Rap, also der Übergang Rap in Gesang in Musik, Rap in Gesang in Musik, Rap in Gesang in Musik, hat er irgendwie so perfektioniert, dass er irgendwie anfängt zu rappen
oder ein Sprechgesang, wie auch immer du das nennen willst, und dann in diesen Gesangspart übergeht und die Musik, also jetzt hier quasi mit dem Feature Santos, wie gesagt, keine Ahnung, wer das ist, was er vorher so gemacht hat, aber wenn er da so spielt oder die Melodie so einkickt, dann geht es nahtlos über. Rap, Gesang, Musik. Weiß, ich kann noch mehr sein, ich werd das Weinen wieder lernen, das Lachen wieder lernen. Auch wenn ich mich verletze, verzeih ich wieder mehr. Ich will die Maske nicht mehr tragen, die mein Innerstes versteckt, und werd das Leben wieder lernen, mein Freund, wenn es mich noch lernt. Okay, also dieses Ding von, ne, Gefühle rauslassen, irgendwie nicht mehr diese Front irgendwie oben haben und dann wirklich was Echtes irgendwie so am Start haben, was irgendwie einen so abholt und er oder ihn zumindest da auch wieder wirklich vielleicht wieder so ein bisschen lebendig macht. Keine Ahnung, was er so sich dabei gedacht hat, lyrisch, oder was so das Konzept-Ding da hinten dran ist hinter dem Song, aber es geht auf jeden Fall, ne, einfach so, keine Ahnung, kein Fake-Personality, keine Persona im wahrsten Wort des Sinnes irgendwie tragen, sondern wirklich was Echtes wieder zulassen. Tragen, die mein Innerstes versteckt, und werd das Leben wieder lernen, mein Freund, wenn es mich noch lernt. Meine Hoffnung klaut mir niemand, meine Schmerzen schreiten wieder. Auch wenn die Schatten für dich sind wie Brüder, glaub mir, die Sonne kommt bald wieder. Meine Hoffnung klaut mir niemand, meine Schmerzen schreiten wieder. Auch wenn die Schatten für dich sind wie Brüder, glaub mir, die Sonne. Hier auch in der Hook, muss ich ganz ehrlich sagen, Santos, oder das, was ich bis jetzt gehört habe, so ist auf jeden Fall ein bisschen dunkler als jetzt weiche Kissen. Das ist ein bisschen, und auch schön, dass man oben hier grafisch dann die Sonne so durchblitzen sieht, ne? Und der Part immer einen größeren Raum dann einnimmt. Auch wieder ziemlich, finde ich persönlich, sehr, sehr Mainstream-tauglich, sehr radiotauglich, sehr breit für die Masse, finde ich persönlich, aber doch schon eine Spur härter, also im Sinne von dunkler. Warum macht man die Probleme immer größer, als sie sind? Denn falscher Stolz wird nicht der sein, der dir hilft. Nicht alle klauen dir deine Träume, wenn du schläfst. Bruder, gib ein bisschen Hoffnung und dann kriegst du was zurück. Viel zu oft hab ich geharrt und war nie glücklich mit mir selbst. Ja, Mann, ohne Witz. Ich finde, die Texte von Kontra K holen einen voll ab. Also ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich dachte mir so, ich kann da auch auf jeden Fall relaten. Ich kann mich da identifizieren mit. Und das ist jetzt nichts, was irgendwie komplett out of the blue kommt. So, das ist wirklich so ein bisschen sehr, sehr nahbar, das Ganze. Und ja, realistisch. Und dann kriegst du was zurück. Viel zu oft hab ich geharrt und war nie glücklich mit mir selbst. Man fickt die Drogen, ich war süchtig nach dem Schmerz. Ich seh Dämonen, sich alle streiten um mein Herz. Doch das letzte kleine Stück davon gönn ich ihnen nicht mehr. Okay, ich weiß nicht, um was es geht so, aber das ist definitiv so eine Aussage und so einen kleinen Gruß daraus. Ich mit mir selbst. Man fickt die Drogen, ich war süchtig nach dem Schmerz. Das ist so krass, ne? Ich war süchtig nach dem Schmerz, so. Da kann ich relaten, auf jeden Fall. Ich seh Dämonen, sich alle streiten um mein Herz. Doch das letzte kleine Stück davon gönn ich ihnen nicht mehr. Auch wenn ich nichts mehr hab, dann geb ich dir die Hälfte. Erwarte nicht das Schlimmste, aber hoffe auf das Beste. Wenn der größte Gegner leider immer nur du selbst bist, wird es erst sehr dunkel, bevor es wieder hält. Meine Hoffnung klaut mir niemand. Meine Schmerzen schweigen wieder. Auch wenn die Schatten für dich sind wie Brüder, glaub mir, die Sonne kommt bald wieder. Meine Hoffnung glaubt mir niemand. Meine Schmerzen schweigen wieder. Auch wenn die Schatten. Ah, das ist so ein großer Chorus, ey. Das ist wirklich sehr, 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 sehr krass tauglich, ne? So für die breite Masse auf jeden Fall, aber trotzdem irgendwie noch so ein bisschen grainy. Für dich sind wie Brüder, glaub mir, die Sonne kommt bald wieder. Wow. Kontra K und Santos mit Die Sonne. Schon ziemlich kurzweilig, oder? 2,57 gucke ich gerade rein. Yo, ich hätte noch mehr hören können, ganz ehrlich. Schöner Song auf jeden Fall. Schreib noch mal gerne in den Comments, was dein Favorite Kontra K-Song ist. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Peace out, meine Freunde. Andi.